Howdy ho, meine Goofy-Fans, ich bin's, euer Raven der Creep. Heute spielen wir mal ein kleines Horrorspiel namens Grandma's House. New Game, ja, klicken wir da direkt mal drauf, ne? Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich weiß, es ist so ein kleines Indie-Horror-Game. Und ja, mal sehen, wie es wird. Zock ist gerade komplett blind. Deswegen lassen wir uns mal alle überraschen. Ich pack auch den Link, wo, also von der Seite, wo ich das Spiel her habe, in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr es selber mal zocken. Was haben wir da? Ein Zettel. Don't leave me alone. Spooky, spooky. Ja. Was haben wir denn? Wie komme ich denn jetzt weg? Ah, da. Was haben wir hier denn sonst so? Ein Schlüssel, warte. Der hat einen Schlüssel. Und ein Buch. Aber das Buch kann ich nicht nehmen. Nee, schade. Oh, ich kenne das Bild aus einer Creepypasta. Ich mag das nicht. Und ich mag das überhaupt nicht. Das. Ey, was war denn das jetzt? Ja, okay. Wer ist das? Ist das die Großmutter? Hallo Großmütterchen! Ey, die sieht gar nicht aus wie eine Großmutter. Die sieht jung, aber auch irgendwie bösartig aus, so wie ein Dämon, Alter. Was ist da? Get out. Wo ist die hin? Okay, ein Schlüssel. Ey, warum kann ich die Tür nicht öffnen? Großmütterchen? Ey, warum kann ich die scheiß Tür nicht öffnen? Get out. Ja, wie komme ich denn hier raus? Ey, gibt's hier einen Schlüssel oder sowas? Nee, gibt's nicht. Ey, Alter, wie komme ich hier raus? Mach die Tür auf. Ah, okay. Oh, ist offen. Was gibt's denn hier in diesem Raum? Ein Computer, von dem. Was? Ein Computer, von dem ich das Passwort nicht weiß, okay. Was gibt's noch? Gar nichts. Ja, toll. Was da? Oh, ja, okay. Dafür brauche ich, glaube ich, einen Schlüssel. Was gibt's hier denn in diesem Raum? Gar nichts anscheinend. Ja, gehen wir nochmal weiter. Oh, das Wohnzimmer. Ey, warum ist der Fernseher aus und warum ist der Stuhl? Sometimes light isn't the answer. Okay, müssen wir das Licht irgendwie ausmachen? Weiß ich gar nicht. Ich komme darauf gleich erstmal zurück. Was haben wir denn hier in der Küche? Was gibt's denn hier so Schönes? Mal schauen. Nichts. Keine Schlüssel, gar nichts. Ich kann nichts aufmachen. Oder einsammeln. Der Fernseher geht da an. Nee. Vielleicht sollte ich irgendwie das Licht jetzt gleich ausmachen. Oh, okay, diese Tür ist auch verschlossen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da eine Tür noch war. Wo ist denn der? Wo ist denn hier ein Schlüssel oder sowas? Kopfkissen, okay. Oder Sitzkissen, keine Ahnung. Ein Kissen auf jeden Fall. Da gibt's nichts. Und wir spielen, wie ich gerade, glaube ich, gemerkt habe, eine Frau. Und Mann hat die geile Titten. Okay. Das hätte ich, glaube ich, nicht sagen sollen. Egal. Nee, immer noch verschossen. Ich habe doch zwei Schlüssel eingesammelt. Oder waren die jetzt für die anderen Türen, die wir schon bisher geöffnet haben? Wie geht's denn hier weiter? Es muss irgendwas mit dem PC sein, aber. Aber dieser Zettel da vorne, das mit diesem Licht ist nicht immer die Antwort, irritiert mich schon. War da ein Schlüssel? Ah, nee, doch nicht. Was ist das? Hä? Das ist auch ein bisschen verbuggt, ne? Lichtschalter, nee. Kann ich nichts ausmachen, gar nichts. Da ist eine Mikrowelle, mit der ich nicht interagieren kann. Hier gibt es eigentlich nichts, oder? Oh, it's behind you. Hä? Warte. Okay.
glaube, jetzt sollte ich mich nicht umdrehen. Nee, nee. Ich laufe einfach geradeaus. Noch zu? Okay. Ich schau mal nach, ob da jemand steht. Nein. Was ist das überhaupt für ein Geräusch? Was sind das für Geräusche? Mama mia. So ein bisschen scary ist es schon, aber irgendwie auch langweilig. Ich komme nicht voran. Es ist so schlicht aufgebaut irgendwie. Okay. In diesem Zimmer war ich schon. Ich weiß ja. Was soll ich denn hier machen? Schlüssel, wo sind hier Schlüssel? Keine Ahnung was. Da muss auch irgendwas mit PC sein, oder? Ich gehe gleich mal dahin. Oh, die blinzelt ja. Okay, das ist echt scary. Und dann leave me alone mal wieder. Was soll das heißen, all die Nachrichten? Ich dachte jetzt am Anfang, das wäre so ein wieder so ein Slender Game, aber nee. So ähnlich wie Slender. Aber nein. Keine Spur von Slenderman. Slenderman. Wie auch immer. Always behind you. Mal wieder. Ja. Wo ist denn dort? Alter. Vielleicht ein Computerraum. Ja, immer noch zu. Ja, ich weiß, ich weiß. Immer noch zu. Aber auch wenn ich in den Computerraum gehe, was soll denn da sein? Ohne Scheiß, was soll da sein? Keine Ahnung, sollte ich da nochmal hin? Oder nicht? Ich gehe da mal hin. Ich gehe da mal hin. Oder hinterm Sofa. Hinterm Sofa? Ey, das kommt mir immer vor, als wäre da irgendwas liegen würde. Da liegt nichts. Das Ding ist aber nur verbuggt. Okay. Was gibt's denn hier noch so? Vielleicht hier irgendwas. Das muss doch was bedeuten. Ich mach mal kurz das Licht aus. Doch, nee, also auch ohne Licht, ich finde nichts. Ich kann nichts machen. Irgendwie. Ich kann nicht mal der Tresor irgendwie damit interagieren oder so. Kann ich nicht. Fuck, was soll ich denn machen? Naja. Die Tür ist immer noch zu. Ich weiß auch nicht, wo ich den Schlüssel finde. Aber egal. Nee, ich habe keinen Plan. Ich laufe hier rum wie ein Blöder und versuche irgendwas zu finden, aber ich finde nichts. Beim PC-Raum. Die Stelle würde ich rausschneiden, damit das Video nicht zu lang wird, weil ich war gerade nochmal. Digga, ich hab da kein Code, kein Passwort. Ich weiß nicht mal, wie ich den Scheiß Passwort eingeben soll. Ich hab keinen Plan. Digga. Irgendwas am Fernseher auch nicht. Meine Fresse. Okay, ich laufe jetzt noch ein bisschen hier rum. Aber ob dies auch was bringt, weiß ich nicht. Aber ich glaube eher nicht. Und warte, ich lag gerade ein bisschen. Ja, ich lag gerade ein bisschen. Oh, was soll das Scheiß? Ihr habt schon bestimmt gemerkt, ich lagge hier fast so sehr. Das ist echt scheiße. Naja, egal. Ich glaube, ich beende hier jetzt das Video, weil ich überhaupt nichts und niemanden finde. Nichts. Ich finde hier rein gar nichts. Okay, Leute. Haut raus, bis dann. Ciao. Oder sollte ich noch ein bisschen rumlaufen? Sollte ich oder sollte ich nicht? Lass mich kurz überlegen. Naja.
Nein, ich glaube, ich beende es. Also gebt mir einen Creepblock-Daumen nach oben, falls euch so eine Art von Videos gefallen. Und ja, ich beende jetzt mal das Spiel. Hier kommt jetzt in den letzten beiden Videos und haut raus. Bis dann, ciao.